Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018 Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch. Themen, die wir heute haben, sind natürlich äh, Lufthansa-Streik, äh, Bodenpersonal. Verdi sagt sogar, das kann länger dauern. Dann haben wir weiter, Global Air A380 <laughs> wollen bald an den Start gehen. Da bin ich mal gespannt, was da. Passiert dann haben wir NTSB, die haben ihren ersten Zwischenbericht rausgegeben. Und dieser erste Zwischenbericht ist: Wir müssen im Hund erstmal das Spielzeug wieder wegnehmen. Äh, der erste Zwischenbericht, der rausgekommen ist, hat gesagt, die vier Bolzen fehlen. Weiter geht es dann mit dem äh, Thema Condor, die fliegen nämlich von Berlin aus auch nach Dubai und was wir dann äh, interessanterweise haben ist British Airways, die haben für die Meilen Sammelfreunde den Zeitraum für alle gleich gemacht, also nicht mehr dann sammeln, wenn es Zeit ist, sondern also wenn man sich anmeldet, sondern für alle und der Zeitraum ist so ein bisschen merkwürdig, gucken wir uns an. Turkish Airlines Miles and Smiles Meilenentwertung vor der Tür, da müssen wir mal genau schauen, ob jetzt vielleicht der Moment ist, wo ihr die Meilen ausgeben solltet. Hilton hat eine Partnerschaft mit Small Luxury Hotels of the World angekündigt. Viele Details sind leider nicht bekannt, aber ich habe das Gefühl, sie sind irgendwie so von Hyatt und so weiter dann ähm, konvertiert zu anderen Richtungen. Also alles sehr merkwürdig. Vielleicht ist es da bald an der Zeit, dass bei Hyatt das auch ausläuft. Also keine Ahnung, was da passiert. Ihr seid natürlich wie immer dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like da zu lassen, zu kommentieren, aber auch ganz, ganz wichtig, Kanalmitgliedschaft und Stammtisch. 19. Februar ist in Frankfurt, dann 20. in Aachen, 21. ist in Köln, ganz genau. Und wir haben auch noch einen Sommerstammtisch, der kommen wird. Und Zürich habe ich auch in Arbeit, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Mehr Kulpa. Aber jetzt in drei Minuten in die Sendung. Fangen wir natürlich mit dem Streik an, und da gibt es die ersten Aussagen. Ähm, man hat diesen geplanten Streik 27 Stunden jetzt vor durchzuziehen. Die Verdi sagt und zwar folgendes dazu: ähm, Aufgrund des Streiks sind die, ähm, ne Quatsch, das sagt die Lufthansa übrigens, ähm, aufgrund des Streiks sind die Umbuchungsschalter leider nicht besetzt, stand der Webseite der Fluggesellschaft. Das ist auch so. Und das ist halt das Riesenproblem. Also wenn die Flüge nicht stattfinden und 90% sollen äh, nicht stattfinden, sagt man. Ähm, hier ist jetzt von Verdi Sprecher, dass, dass ähm, bei der Lufthansa mit Ausfällen bei 90% der Flüge zu rechnen sei. Ähm, das war Fraport und Verdi sagt, äh, wir haben eine überaus hohe Streikbereitschaft. Und äh, das ist natürlich dann so, dass man den Flugplan nicht durchführen kann, auch den... Sonderflugplan kann man nicht durchführen. Ich bin mal gespannt, welche Flüge gestrichen werden. Für uns ähm, im Moment ist es so, ich habe jetzt nicht wirklich etwas gesehen, inwiefern da äh, sich etwas verändert hat für unsere Kunden. Also, ich habe da keine äh, weiteren Stornierungen festgestellt. Aber ihr könnt ja mal von euren Stornierungen berichten und was euch das Ganze an Problemen bereitet. Äh, solange die Flüge losgehen, kann man natürlich fliegen. Aber bei 90 Prozent ist da nicht viel. Go, muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Dann schauen wir mal weiter mit dem Thema. Ähm, und zwar hier ist das ähm, folgendes: Und zwar mit dem Thema Verdi-Streik geht mit längerem Arbeitskampf vielleicht einher. Und das finde ich auch wieder eine interessante Geschichte, weil. Wir haben uns ja gestern, habe ich ja die Zahlen vorgelesen und die stimmen ja soweit anscheinend auch, da keiner widersprochen hat, dass das, was die Gewerkschaft ähm, haben möchte und das, was die Lufthansa anbietet, diametral auseinander liegt. Und äh, die Verdi ist wohl anscheinend da bereit, wirklich zu kämpfen. Und Marvin Reschinski sagte bei einer Festveranstaltung am Mittwoch, ähm, dass man ähm, auch länger kann, wenn man... Sie dazu auffordert sinngemäß. Und äh, das ist eine ganz klare Kriegserklärung. Und ich bin da persönlich etwas irritiert, denn ähm, wenn wir ehrlich sind, 90 Prozent äh, der Flüge, 600 Starts und Landungen geplant, Frankfurt alleine, äh, das ist dann so, dass da wirklich ein Problem ist. Und er sagt, dass die zwei Klassengesellschaft, übrigens jetzt Zitat komplett, deshalb lese ich ab. Die zwei Klassengesellschaft zwischen Fliegen, Personal und Boden muss endlich beendet werden. Und ähm, die Arbeitsbedingungen sind halt ein Problem, ein Riesenproblem, sagen sie, weil man halt feststellt und das sagt eine Gepäckmitarbeiterin auch ein Zitat hier, dass äh, wir haben 50 Prozent weniger Mitarbeiter als vor Corona, aber die Arbeit ist die gleiche geblieben. Eigentlich müsste man noch mehr fordern. Und eine Kollegin sagt, wir brauchen die Erhöhung zum Leben, das ist alles viel zu teuer geworden. Und äh, ich kann das bei diesem Job durchaus verstehen, weil dieser Job ist ein harter Job. Und ihr wisst ja selber, wenn ihr mit Kunden zu tun habt, mitteleuropäisch zivilisiert, ist das ja alles angenehm. Aber der Fluggast im Allgemeinen, aber auch im Besonderen, ist da ja jetzt nicht ganz so geschmeidig bei gewissen Themen. Das muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Und die kriegen das dann halt ab. Und auch wenn 50% weniger Personal da ist, über die Gründe können wir jetzt natürlich streiten. Einmal natürlich, weil es nicht genug Leute gibt, aber auch, weil man halt die Leute, die man hatte, nicht behalten hat während Corona. Und das stellt sich ja heraus, dass das ein Riesenfehler und ein Riesengrund ähm, ist, dass es im Moment so hakt. Kann ich dann auch verstehen, dass sie mehr Geld haben wollen? Und auch das andere Thema ist, wenn man jetzt überlegt, beim Winter äh, bei dem Eis und Schnee draußen was zu tun, das ist natürlich hart für die Leute und ähm, da muss was passieren. Also da bin ich ganz fester überzeugt und auch meine Privatmeinung ist, äh, logischerweise, wenn jemand einen Job macht, muss er auch von diesem Job leben können. Alles andere ist nicht akzeptabel. Also ich möchte kein amerikanisches Verhältnis haben, wo man drei Jobs oder vier Jobs haben muss, um über die Runden zu kommen. Das geht gar nicht. Da könnt ihr auch nochmal eure Meinung zu sagen, was davon zu, zu halten ist. Interessant ist halt, dass Lufthansa diese Jobs auch alle in-house wieder haben wollte. Also, das heißt, dass man dieses Outsourcing, was man gemacht hat bei Check-In und so weiter, also bei den Bodendienstleistungen, ähm, wieder zurückfahren möchte mit der Begründung, dass es ähm, billiger sei, wenn man es wieder selber macht. Also auch hier wieder raus aus den Kartoffeln rein in die Kartoffeln und umgekehrt. Und das ist natürlich auch ein Riesenproblem, dass die ganzen Mitarbeiter da auch keine ja keine äh, Sicherheit haben im Job und das ist in meinen Augen auch ein ganz wichtiger Faktor, äh, dass es dort äh, zu einer gewissen Ruhe kommen sollte. Ihr könnt jetzt natürlich sagen, hey, das ist nicht mein Problem, aber ähm, ich bin mal gespannt, was ihr kommentiert. Und ihr könnt kommentieren die Frage des Tages zu dem Teil, wie ist eure Streikerfahrung, habt ihr Flüge gehabt, die ausfallen oder wie auch immer. Und der zweite Teil, der kommt später, das ist Turkish Airlines mit Miles and Smiles. Da ist die Frage, sammelt ihr auch oder ähm, auch sammeln und ausgeben? Also das, was ich immer nenne, burn while you earn. Also das heißt, dass man äh, nicht nur Meilen sammelt, sondern sie auch ausgibt und hortet, weil es ja kein Konto ist, auf dem es Zinsen gibt, im Gegenteil. Bevor wir uns aber mit den Meilen weiter beschäftigen, haben wir das Thema Global Air. Und ähm, Global Air ist eine lustige Fluggesellschaft. Ich erinnere mich da, als ich. Mit äh, Global Air äh, dem ersten Kontakt hatte, in Anführungsstrichen, durch ein Posting, äh, wo sie halt geschrieben haben, sie wollen das Fliegen wieder zu dem alten Glamour bringen, haben dann so einen Ricardo stuhl gezeigt, Microsoft als Logo. Und <laughs> Ricardo hat mir so durch die Blume gesagt: Naja, so eine Partnerschaft gibt es ja jetzt nicht so wirklich. Also man weiß es nicht. Und äh, auch andere Dinge sind da äh, relativ im Argen. Was aber nicht am Argen ist anscheinend, ist wirklich, dass da Flugzeuge gekauft wurden oder auch äh, akquiriert wurden, aber nicht mit einem eigenen AOC, also mit einer eigenen Lizenz, sondern die werden von Highfly Malta äh, kommen und betrieben werden. Highfly Malta sind die, die die äh, 380er schon betrieben haben. Übrigens das Einzige, ist, da, da war ich gar nicht, Wöf Kloko, der Vertrag steht wohl anscheinend, wegen dem Shampoos, nur für die, die's, äh, dass ihr nicht sagt, ich würde nicht alles nennen und mh, Natürlich hat Highfly übrigens schon Erfahrung mit den Flugzeugen. Die hatten ja damals zwei Stück im Wetleys übernommen, die ehemals Singapore Airlines waren. Und das waren damals ähm, die MSN 006, das ist die neuen Hotel Mike India Papa, die für die Highfly geflogen ist. Übrigens, eine sehr schöne Library äh, Livery. -Liverie. Ihr, weiß ja, <laughs> ihr wisst ja, wie man es ausspricht. Ähm, die ist aber im Moment in Tab geplagt. Und das sollte auch das erste Flugzeug werden, aber. Es gibt jetzt wohl so eine, eine Maschine, die von China Southern kommen soll. Und die ist im Moment geparkt in der, ist das in der Mojave-Wüste? Ähm, wo haben wir es? Ich meine, ja, es ist irgendwo in der Wüste geparkt in der Mojave. Also insofern ist das nicht das erste Flugzeug. Und ähm, geplant war ja auch schon im Frühjahr 2024 abzuheben. Gut, hier ist Schnee, hier ist noch kein Frühjahr zu sehen in Finnland. Aber ähm, man hat es revidiert und man möchte dann starten, wenn wieder wahrscheinlich Schnee in Finnland ist, also Ende des Jahres. Aber man hängt an dem Protest, äh, an dem Projekt hängt, nein, hält an dem Projekt fest. So rum ist es richtig formuliert. Ähm, dann ist es natürlich so die Kabine. Ich hatte das ja gesagt, dass man Ricaro-Sitze einbauen sollte, aber es gibt irgendwie so eine Version 1-Kabine, die wird wohl irgendwie ablaufen, dass es ähm, ähm, nur kosmetische Arbeiten gibt. Das heißt also, man hat die. Originalkabine drin, wie man sie dann von Scheiners Haus oder so bekommt. Und ähm, wir erinnern uns, wenn die Flugzeuge umgebaut werden, und das soll ja ab dem Maschinen danach kommen, vier Stück wollen sie ja haben, da ist es so, äh, Air France hat zum Beispiel gesagt, wir bauen die Bude nicht um, deshalb gehen die weg, das ist viel zu teuer. Das heißt also, ein Grund für die A380er, dass sie bei Air France nicht mehr sind, ist das wirklich, dass man die Kabine umbaut. Und diese Leisten, wo die Sitze festgemacht sind oder wo die Monitore ihre Strom herkriegen und auch ihre ganzen Datenkabel und so weiter. Das ist ein riesen teurer Aufwand, diese Kabel dort äh, neu zu verlegen. Und das ist wohl der Fall hier, dass das äh, bei France dafür es ausgeführt hat, mitunter. Und die wollen das auch machen, die wollen also eine neue Kabine bauen und wollen das hingeben. Die haben aber nicht gesagt, von wem die Kabine kommt. Die haben eine Firma in Litauen, glaube ich, beauftragt die, glaube ich, eine Falcon oder irgendwas, also so, so, so ein äh, Business Jet umgebaut haben und dann einen 380er umbauen. Das ist schon ein ganz anderer Schnack, wenn man ehrlich ist. Also das halte ich einmal für ein Problem. Und das andere ist halt, dass es natürlich ähm, ein Geschäftsmodell ist, wenn das im Ad-Hoc-Verkehr ist. Also das heißt, man will nicht Linie fliegen, sondern man will Charter machen. Was wollen Sie für Charter machen? Sie wollen diese Charter machen nach, äh, ähm, nach Mekka das hat ja damals schon bei Malaysian Airlines nicht funktioniert und auch diese Ad-Hoc-Charter, die sie machen wollen und das Geschäftsmodell ist, ähm, auch wenn man Kreuzfahrt-Zubringer machen will, sehr saisonlastig und Highfly haben wir ja festgestellt, die haben es ja auch nicht hingekriegt, obwohl die sehr, sehr niedrige Leasinggebühren hatten für die Buden. Ich bin da mal sehr, sehr gespannt, wie das alles abgehen soll und wie das dann funktionieren soll. Ähm, ich bin da sehr am Zweifeln. Ich bin da auch gespannt, was ihr dazu denkt von der Fluggesellschaft. Ähm, einmal, weil man halt wirklich nicht weiß, was da kommt und ähm, die Kosten. Ich sage einfach die Kosten. Also es ist ja nicht nur die Kosten, die 380er zu betreiben, sondern auch die 380er einfach umzubauen, die Kabine. Und da wäre ich ähm, einfach mal dankbar, wenn ihr die Kommentarspalte füllt und was ihr davon haltet. Da müssen wir. Dann wahrscheinlich irgendwann mal noch mal drüber sprechen. Hoffentlich ist es nicht die Beerdigung dieses Projekts. Was äh, zu einer Beerdigung geführt hätte, fast und zwar von dem Flugzeugprogramm eigentlich und dem Vertrauen in das Flugzeug ist die äh, 737 Max von, ähm, von Alaska Airlines und die Max 9, die ja da auf ihrem Flug bei 4900 Meter mit 171 Passagieren an Bord den Türstopfen verloren hat. Es ist jetzt amtlich, dass der Türstoppen verloren wurde, weil vier Bolzen ab Werk gefehlt haben. Das heißt also, ähm, Alaska Airlines hat ja ein neues Flugzeug gehabt und äh, das heißt jetzt im Prinzip, man muss jetzt wirklich die Flugzeuge bei Boeing kontrollieren ähm, und die NTSB sagt schon, dass es wohl daran liegt, dass die Bolzen komplett nicht eingebaut waren. Wenn sie eingebaut worden wären, wären an den Stellen wohl ähm, Spuren zu sehen gewesen. Heißt also, dass die Bolzen da zwar waren, aber locker waren. Und wenn das der Fall gewesen wäre, hätte man halt Kontaktschäden und vor allem auch Verformungen höchstwahrscheinlich haben müssen an den Ösen, wo es reinkommt, also der Bolzen reingeht. Und das ist nicht der Fall. Und ähm, man hat hier jetzt ein bisschen den Weg des Panels äh, hinterher geschaut. Am 10. Mai 2023 ist dieses Panel in Malaysia bei Spirit Aero Aerosystems ähm, ähm, hergestellt worden. In Malaysia hatte ich ja schon gesagt, ist dann nach Wichita in Kansas äh, gebracht worden. Äh, dort wurde es dann in den Rumpf eingebaut in den USA und wurde dann. Ähm, nach Renten gebracht. Renten ist da, wo die Flugzeuge, die 737 zum Beispiel, gebaut werden. Und dann hat man ähm, etwas geändert und zwar hat man die Nieten nachgearbeitet am 19. September bei Boeing. Und ähm, es wurde allerdings von Mitarbeitern von Spirit Aerosystems gemacht, weil die natürlich dafür zuständig waren. Ein Rad muss man sich vorstellen, so eine Garantiearbeit. Ne? Also, die müssen dann halt da Garantie machen. Und interessant ist auch, dass man wirklich von Spirit Teams hat in Renten, die halt die Höhlen reparieren, weil da anscheinend wohl öfters Probleme auftreten. Aber äh, der Kollege Kloon hat gesagt, David, so etwas darf nicht mit einem Flugzeug passieren, das unsere Fabrik verlässt. Und ähm, dass er die Verantwortung übernimmt, finde ich ja ganz toll. Aber ich möchte jetzt endlich mal Taten sehen, weil das Ganze, was sich da wie so ein roter Faden durchzieht ist halt einfach Inkompetenz pur und da muss man halt sagen, sorry Freunde der gepflegten Gastlichkeit, das geht null. Also da ähm, ja, ich finde es schlimm und vor allem, dass die Bolzen gar nicht erst drin waren, ist fast noch schlimmer, als dass die Bolzen nicht richtig eingebaut waren. Also da muss man ja sagen, das war ein Major F-up, wie man im Englischen so schön zu sagen pflegt. Auch hier könnt ihr unten kommentieren und sagen, was ihr davon haltet. Ich bin mal, mal gespannt, wie ihr da kommentiert, ob ihr da auch noch so entspannt seid ähm, und sagt, ich fliege, wobei viele ja von euch schon sagen, ich fliege nicht mehr. Wer jetzt aber trotzdem noch fliegt, ist, ist äh, der Freund Condor. Und zwar im kommenden Winter will man zwischen Berlin und Dubai fliegen. Und zwar, äh, Eurowings äh, fliegt wieder und Condor fliegt neu. Aber mit auch einem 320er und ähm, man hat auch einen neuen Vorteil. Und zwar im Sommer muss ja die Eurowings äh, pausieren, weil sie keinen Slot in Dubai bekommen haben. Und ähm, dann ist es so, dass im Winter 2024, 2025 natürlich die Flüge nach Dubai wieder aufgenommen werden sollen von der Eurowings. Allerdings ist dann die Konkurrenz da, denn auch Condor nimmt aber Oktober 2024 Flüge nach Dubai auf. Dann fliegt äh, Condor täglich mit einem A320 Neo ja im Vergleich zum arabischen äh, in die Vereinigten Arabischen Emirate und ähm, ja gut man sagt jetzt natürlich okay Peng äh, Eurowings fliegt ja auch mit einem Neo das ist natürlich so aber Kondo hat eine Partnerschaft mit Emirates das heißt also wenn ihr von Berlin aus nach äh, Dubai fliegt könnt ihr weiter fliegen im Emirates Netzwerk Netzwerk auf einem Ticket oder mit Fly Dubai und habt damit dann aufgrund der neuen Partnerschaft ähm, Anschlussflüge zu vielen weiteren Zäh äh, Zielen. Und was auch spannend ist, ist natürlich hier, dass man mit Meilen buchen kann. Im Rahmen der Zusammenarbeit kann man natürlich auch Skyward-Meilen sammeln, aber wir hatten da ja auch erzählt, dass einige Sweet Spots weg sind und das erklärt auch, warum der Sweet Spot weg ist, äh, weil man jetzt ähm, mit der Condor verstärkt zusammenarbeiten möchte. Also hier eine halb gute Nachricht, ähm, weil wenn man die Meilen sieht und die Skyward-Meilen, äh, dem Verfall, dann ist das natürlich immer so ein bisschen fader Geschmack. Hatten wir ja das letzte Mal zum Beispiel bei Finn Finnair ist ja auch nach Dubai geflogen, hat da noch eine äh, europäische Tabelle an den Tag gelegt, wie zum Beispiel auch nach Tel Aviv. Aber ähm, seitdem man ja mit Doha das Ganze macht, ist Dubai und äh, Doha in einer neuen Zone. Fliegt natürlich mit 3,50er anstatt mit 3,20er, ist natürlich ein anderes Thema oder 3,30er, je nachdem. Ähm, ist halt immer wieder dann so ein bisschen... Pest und Cholera, die Frage, ob das bessere Produkt und man muss ehrlicherweise sagen, dass ein White Body ein besseres Produkt ist als ein Narrowbody. Ganz klar, da gibt es keine zwei Meinungen. Und ähm, könnt ihr auch schreiben, was ihr wollt. Lieber mehr weniger Meilen, dafür mit dem 320er fliegen oder lieber komfortabel fliegen, aber dafür mehr Zahlen und äh, mehr Meilen bezahlen, wenn man den Flug macht. Man bekommt übrigens auch mehr Meilen, wenn man den Flug bucht, nur so als Randbemerkung, aber hey, ähm, bin mal gespannt, was da passiert. Und jetzt British Airways. Ähm, ich hatte das irgendwie vergessen in die Sendung aufzunehmen, aber ähm, es kommt jetzt nachgeliefert und wir haben da auch eine Neuigkeit, die auch relativ spannend ist. British Airways hat den Sammelzeitraum geändert und zwar nicht mehr so, wo man sich anmeldet und dann halt zwölf Monate, sondern für alle wird er gleich gezogen. Und zwar äh, ist der Sammelzeitraum vom 1. April bis zum 31. März jeden Jahres für alle gleich. Und ähm, spannend ist, dass, wenn der Status ähm, am 30. Juni 2025 äh, ähm, ausläuft, dann ist man davon nicht irgendwie betroffen. Das finde ich natürlich spannend. Aber die Frage ist halt einfach: ähm, die Vereinfachung, dass alle gleich sammeln, das finde ich gut. Aber warum, warum so spät? Also, warum? Ne? Das ist natürlich halt so eine Geschichte, die ich halt nicht so ganz nachvollziehen kann. Hat natürlich vielleicht einen exogenen Nebeneffekt, dass man dann bis, bis Ende März den Status hat. Bei Lufthansa hat man ja bis Ende Februar, so hat man den Status bis Ende März. Okay, man hat ihn etwas länger, damit hat man dann quasi so insgeheim Vorteil ähm, gegenüber der Star Alliance, äh, Lufthansa, äh, Star Alliance mitglied Lufthansa und da. Aber es ist halt so, dass ähm, jetzt halt mit den Änderungen, wenn man jetzt Februar sieht und das ist dann ja wieder mit neuen Zeitraum ab April zwei Monate ist einfach nicht genug und ich finde das halt einfach schade, dass die Leute, dass man halt da keine Planungssicherheit hat und das ist halt ein Riesenproblem, dass wenn man bei British Airways oder sowas äh, sammelt, dass das natürlich für Unruhe sorgt. Auch die Finnair-Geschichte sorgt für Unruhe und ähm, ich bin mal gespannt, warum man das nicht mit mehr Vorlauf gemacht hat, dass die Leute sich seelisch drauf einstellen können. Und ähm, dass da dann halt ein bisschen mehr äh, gesittetes Verhalten kommen kann. Also, ich bin da äh, mal gespannt, wie das ist. Ihr könnt ja mal schreiben, was ihr davon haltet und wie euer Gefühl da ist. Ob ihr sagt, das ist eine gute Sache oder eine schlechte Sache. Ich persönlich finde es eher gut, wenn es für alle gleich ist. Ähm, ich bin halt kein Freund davon, dass das rollierend ist weil es zu confusing ist. Nein, vielleicht bin ich auch aus der Lufthansa-Welt und bei der Lufthansa ist es halt so gewesen. Dann ist man es auch eventuell nur einfach gewohnt. Ja, da träumt der Hund. Aus. <laughs> ihr seht, ja, 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 ja. Ihr seht den Hund quasi da, da, da. Warte, da, 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 da. Da, da ist er, da ist er, da ist er. Ja. Das ich weiß, das ist, kommt ein neues Thema. Und das Thema, da müsst ihr aufpassen. Deshalb bellt der Hund und zwar ist das das Thema Turkish Airlines und zwar bei Turkish Airlines ist es so dass jetzt ähm, da die Webseite so ein bisschen läsche macht und zwar hat man ja Award-Tickets-Tabellen äh, veröffentlicht und dann ist jetzt eine Award-Ticket-Tabelle ähm, auf einem anderen Part, auf einem anderen Teil der Webseite aufgetaucht, der die Flüge teurer macht. So und ähm, und wenn man da das Ganze sich anguckt, dann ist das alles nicht hübsch. Also ein Problem ist zum Beispiel, wenn man mit dem Ticket zum Beispiel von äh, Frankfurt nach äh, Istanbul und dann nach Dubai fliegt, um auf Meilen das Ganze zu machen, dann bezahlt man halt die 15.000 Meilen nach Istanbul und 18.000 Meilen. Heißt also, dass es dort dann ähm, dieses Economy-Ticket äh, so gibt, dass man das nach Segmenten bezahlt, also das heißt 33.000 Meilen bezahlen muss. Und das ist natürlich unschön. Ähm, wenn man halt guckt, normalerweise sind das nur 15.000 Meilen. Damit hat man halt wirklich eine Verteuerung um äh, fast mehr, sogar mehr als 100 Und äh, das ist etwas, was natürlich uncool ist. Und ähm, wenn man sich das anguckt, wenn das Ganze wahr ist, von Westeuropa in die USA, der Business-Class würde von 55.000 auf 85.000 Meilen steigen. Also eine Steigerung um fast 90 Prozent. Und deshalb halt nochmal die Warnung ähm, burn while you earn. Also das heißt, nutzt die Meilen, aber fangt nicht an, die Meilen in irgendeiner Art und Weise immer wieder zu sammeln, zu horten. Es gibt keine Zinsen drauf. Ich kann jetzt natürlich sagen, naja gut, eine Devaluierung macht Sinn, aber dass man das ohne irgendwelche Ankündigung macht, ist natürlich scheiße. Ähm, ich finde die Evaluierung eigentlich gar nicht so in Ordnung, weil man hat ja einen Meilenwert zu einer Zeit geschaffen, ähm, wo man halt quasi diesen Wert hatte. Und deshalb muss man einem eine Möglichkeit geben, zum Beispiel die Meilen zu dem Wert ausgeben zu können, den man antizipiert hat. Oder stellt euch mal vor, ihr sagt, ich sage mal so ein Beispiel, ihr braucht 100.000 Meilen, um eine Prämie einzulösen und ihr habt, Gerade 98.000 gesammelt, euch fehlen noch 2.000 und dann werden die meilen von 100.000 auf 150.000 geändert, weil wenn man so 89% sieht oder über 100%, dann ist das ja mit 50% sogar noch eine moderate Geschichte. Aber damit müsst ihr dann wesentlich mehr sammeln. Das finde ich halt nicht in Ordnung. Also ich hoffe, dass das ein Fehlalarm ist, aber safety first, guckt euch das Ganze an, was ihr mit dem Türkisch Meilen macht und inwieweit ihr damit dann euren ähm, ja, Ich sage jetzt mal euren Verlust geringhaltet, indem ihr noch Tickets bucht. Ich hatte das ja mal bei Finn er auch gemacht. Heißt also, ich habe bei Finn auch Tickets in der Future gebucht. Finn hat nämlich eine geile Sache gehabt und zwar oder immer noch hast halt ein Ticket nach Los Angeles gebucht. In der Business Class, kannst du komplett in derselben Zone nach Nordamerika immer ändern innerhalb eines Jahres vom Ticketbuchungszeitraum. Also, das ist eine coole Sache und da bin ich mal gespannt, ob das bei denen auch gehen würde. Bei ähm, Türkisch, aber. Da seid ihr bessere Spezialisten als ich. Bei Türkisch bin ich leider ein bisschen raus. Ich mag die nicht. Tut mir leid. Ich bin mit denen nie warm geworden. Also die Lounge sind geil und alles, aber das Programm, das meine ich. Da bin ich mit dem Programm nicht warm geworden. So. Und zwar jetzt, wo wer auch warm geworden ist. Ich bin ja in Helsinki gerne im SLS gewesen, im SLS Small Luxury Hotels of the World. Ähm, da war zum Beispiel das ähm, äh Roberts, äh, wie hieß das nochmal? Ähm, nicht Julia Roberts, <laughs> aber äh, das Roberts äh, Hotel. Ich muss mal gucken, wie heißt das wirklich, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, das war SLH Hotel und äh, dann waren die bei Hyatt, dann sind die bei Hyatt irgendwie rausgegangen, sind auch bei SLH rausgegangen, dann hatte ich ja meinen Invited, den, den Status da. Ähm, konnte ich auch Gott sagen verlängern, weil die da geile Promotions hatten, weil es relativ easy war. Aber sie sind jetzt bei Hilton. Ja, es gab eben eine Pressemitteilung von Hilton und zwar Hilton partners with small luxury hotels of the world to dramatically expand a global luxury portfolio. Und ähm, das ist halt dann so ein bisschen Blabla in der ganzen Geschichte. Was dann auch interessant wird, ist uh, more details of the new relationship will be announced soon. Und ich gehe mal davon aus, dass das dann so eine Art halbreziprok wird wie bei Hyatt, dass man halt als Diamond Frühstück kriegt, aber bei Hyatt war dann der Offset, dass die Rate dann auch dementsprechend teurer war. Also im Prinzip dann wieder keinen Vorteil hatte, ehrlicherweise. Ähm, aber zumindest konnte man für die Übernachtung dann Punkte sammeln und das war ja schon mal ein Relief. Also da nur so als Info, wenn ihr bei Hilton äh, Jünger happy seid. Dann könnt ihr da halt vielleicht auch so ein paar Status-Benefits mitnehmen. Ich bin mal gespannt, wie das ist. Sind übrigens 560 Hotels in. Wo waren es? 560 Hotels in 90 Ländern und sie nennen sich Luxury Boutique Hotels. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da sind schon geile Buden bei. Ich habe aus Sizilien jetzt was über SLH gesehen, wo ich buchen wollte, muss ich noch mal gucken. Das war 16 Zimmer, schon top-notch. Aber wenn es mit Hilton kommt, vielleicht kann es mit Hilton-Punkten buchen. Das wäre natürlich geil. Durch die amerikanische Kreditkarte habe ich natürlich viele Hilton-Punkte. Bin bei knapp einer Million. <laughs> Muss ich auch loswerden. So, das alles jetzt gemacht. Wieder ein bisschen gebrackt. Uh, ihr seid jetzt dran und könnt uh, auch braggen, wenn ihr Kanalmitglied seid, den Kanal abonniert, die Glocke anmacht, Like mitbringt und vor allem auch unten kommentiert die Frage des Tages. Heißt also einmal, wie ihr vom Streik betroffen seid und auch natürlich, was euer Sammelverhalten ist. Ihr sammelt, sammelt, sammelt wie so ein Eichhörnchen oder sammelt ihr und gebt auch die Meilen aus, also burn while you earn. Da zähle ich auf euch unten, dass ihr kommentiert. Und äh, nach fast 30 Minuten kann ich die Sendung beenden. Und ich gebe euch jetzt einfach mal den Abspann. Ich bedanke mich, dass ihr heute wieder dabei wart bis zum Ende. Und ähm, bis morgen in Alter und frischer. Vielleicht wird es morgen wieder eine Freiluftveranstaltung. Bin morgen wieder unterwegs in der Stadt. Also bis dann. Ciao.